Wir wollen herausfinden, wie es gelingen kann, dass die Leistungsfähigkeit des Gehirns bis ins hohe Alter hinein erhalten bleiben kann. Wir haben moderne Bildgebungsverfahren, mit denen wir zum Beispiel bestimmte Moleküle im Gehirn messen können, die sich negativ auf die Hirnleistungsfähigkeit auswirken. Wir können aber auch gleichzeitig zum Beispiel die Durchblutung und die Hirnaktivität messen und so erfassen, wie das Gehirn diese negativen Auswirkungen ausgleichen kann. Hierfür brauchen wir die Beteiligung unserer Bürgerinnen und Bürger an unserer großen Forschungsinitiative.